Sicher seid ihr schon mal irgendwann auf der Autobahn gefahren. Das ist ja ziemlich langweilig, um an der Zeit aus dem Fenster zu schauen. Und da sind ja immer jede Menge LKWs auf der rechten Spur. LKWs, also Lastwagen, die schwere Sachen transportieren. Und wenn man mal genau hinschaut, dann kann man manchmal welche sehen, wo ein Rad vom Boden weg ist, also nicht mit auf der Straße rollt. Nur warum macht man das? Ist das vielleicht ein Reserverad, falls mal ein Reifen platzt? Da, schon wieder eins. Also, um diesem Geheimnis auf die Spur zu kommen, haben wir uns mal auf die Socken gemacht. Haben uns verabredet mit einem Baustellenfahrzeug. Das hat auch ein Rad, was nicht mitläuft. Dieser Lastwagen soll Sand auf eine Baustelle bringen. Aber bevor da irgendwas mit passiert, wird dieses Baustellenfahrzeug gewogen. Hier diese viereckige Platte, das ist eine Bodenwaage. Und der Lastwagen, jetzt noch ohne Last, wiegt ganz genau 16.720 Kilogramm, also ungefähr 16,5 Tonnen. Und jetzt fährt er leer zu der Stelle, wo er beladen werden soll. Und man kann deutlich sehen, die Räder sind noch vom Boden weg, hängen in der Luft. Beide Räder hängen zusammen auf einer Achse und beide zusammen hängen in der Luft. Und jetzt geht's los mit der Beladerei. Dieser Lastwagen soll mit Sand beladen werden und zur Baustelle fahren. Also, der Radlader kippt eine Schippe voll ab. Und jetzt gucken wir nochmal. Die Räder sind immer noch in der Luft. Zweite Schippe. Dritte Schippe. Vierte Schippe. Die Räder sind immer noch oben. Und dann kommt die fünfte Schippe. Und dann ganz plötzlich und vollautomatisch geht auf einmal die Achse mit den beiden Rädern auf den Boden. Und wenn der LKW dann voll beladen ist, dann rollt er ab jetzt hinten auf drei Achsen mit sechs Rädern durch die Landschaft und nicht mehr auf zwei mit vier. Und wenn er jetzt auf die Waage fährt, dann sieht man, der Wagen wiegt jetzt irgendwie ungefähr doppelt so viel wie vorher. Also, das mit den Achsen und den Rädern hat was mit dem Gewicht zu tun. Und deswegen machen wir jetzt mal einen Versuch. Jan und ich haben eine Bütte mit Sand zwischen uns. Wir steigen auf zwei Wagen. Also, das Gewicht ist auf zwei Punkte verteilt. Ich hinten wiege mit meiner Hälfte Sandbütte ungefähr 117 Kilo. Und es ist aber nur der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der Jan. Der wiegt da irgendwie 111 oder so. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Jan ein bisschen kleiner ist als ich. Wenn man jetzt nochmal auf den LKW schaut und wenn da die Räder nach unten gehen, dann verteilt sich das Gewicht von dem ganzen Wagen nicht nur auf vier Räder, sondern jetzt auf sechs. Und das machen wir mit unserem Versuch jetzt auch. Wir verteilen das Gewicht, steigen mit jedem Fuß auf eine andere Waage. Das heißt, das Gewicht ist auf vier Punkte verteilt. Bei mir hinten der rechte Fuß 58 und irgendwas und der linke Fuß auch 58 oder 56. Und beim Jan vorne, gucken wir jetzt nochmal, da ist das Gewicht auch verteilt. Rechter Fuß 56 und ein bisschen und der linke Fuß 53,8. Und die Gewichtsverteilung, genau wie bei unserem Versuch, das ist das Geheimnis von der Achse, die nach oben und nach unten geht. Bei dem LKW geht es nämlich auch darum, dass das große Gewicht auf mehrere Punkte verteilt wird. Nicht mehr nur auf vier Punkte, sondern auf sechs. Und das ist ganz wichtig. Schaut euch mal die Straße an, die hat so richtige Hubbel. Und woher kommt das? Wenn immer schwere LKWs über die gleichen Stellen fahren, dann fahren die Straße mit dem schweren Gewicht kaputt. Und deswegen versucht man, das Gewicht zu verteilen. So, jetzt ist unser Lastwagen auf der Baustelle und lädt den Sand ab. Jetzt wird er dadurch wieder leichter. Und wenn er leichter wird, dann geht auch wieder vollautomatisch die vorderste Achse nach oben. Aber warum laufen die Reifen nicht einfach immer mit? LKW-Reifen sind furchtbar teuer und wenn die nicht auf der Straße mitrollen müssen, dann müssen die auch nicht so schnell erneuert werden. Und wenn ihr jetzt das nächste Mal auf der Autobahn fahrt und seht einen leeren Lastwagen, dann guckt doch mal, ob auch bei dem ein Reifen nicht mitläuft auf der Fahrbahn. Und übrigens, weil man diese Achsen nach oben liften kann, nennt man die auch Liftachsen.